Yo, this X to the Z exhibit, you watching New Gadgets TV? Hey, Johannes hier von newgadgets.de und hier habe ich für euch die Mophie Juice Pack Power Station Duo. Ein externer Akku für Smartphones und auch Tablets. Und auf der Rückseite haben wir die technischen Daten. Der Akku hat eine Kapazität von 6000 mAh. Wir haben hier einen 2,1 Ampere High Output Ausgang, also können auch Geräte laden, die ein bisschen mehr Power benötigen, wie beispielsweise das iPad, wie hier auf dem Bild zu sehen ist. Zwei USB-Ports, damit wir auch zwei Geräte gleichzeitig aufladen können. Und wir haben einen LED-Power-Indicator, der uns anzeigt, wie viel Energie noch in dem Akku drin ist. Und wir packen das Ganze mal aus. Wir haben hier die PowerStation Duo. Sehr gut verarbeitet, liegt gut in der Hand, leicht, mobil, so wie es sein muss. Hier die Oberfläche ist so ein bisschen gummiert. Und der Rahmen hier ist aus Metall. Wir haben nur hier diese drei Anschlüsse, nämlich zwei USB-Anschlüsse, um die Geräte aufzuladen. Und hier diesen Micro-USB-Port, um den Akku selbst aufzuladen. Und dazu gibt es hier auch noch, Moment, ein Micro-USB-Kabel. Das wird mitgeliefert, um dann den Akku einfach aufzuladen zu können. Es wird kein Netzteil mitgeliefert, das müsst ihr dann selber haben, aber die meisten Smartphones oder Tablets kommen mit solch einem Netzteil von USB auf den Stromstecker. Außerdem haben wir hier auch noch eine Anleitung. Die brauchen wir jetzt aber nicht wirklich, die Anleitung, da es nicht so viele Funktionen gibt, die es hier bei dem Akku zu beachten gibt. Wir haben hier auf der Seite den Power Indicator, den drücken wir und sehen dann, okay, zwei LEDs, vier Stück gibt es insgesamt. Ich habe nämlich schon mal mein iPhone 5 und das 4S aufgeladen. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Natürlich denkbar einfach. Einfach die USB-Ports nutzen und die Kabel rein. Und dann können wir einfach Smartphone und Akku beispielsweise in die Tasche stecken und es wird aufgeladen. Und der Vorteil ist natürlich, dass wir hier zwei Geräte anschließen können. Ich habe bereits seit längerer Zeit einen externen Akku im Gebrauch, da ich einfach so viel mit meinem Smartphone herumspiele, dass ich das in einem halben Tag schon durch habe. Aber das konnte nur ein Gerät gleichzeitig aufladen. Und wenn Freunde dann im Urlaub auch ein bisschen Energie brauchten, dann wurde es schwer, weil dann musste ich das Gerät mit denen teilen und mein Gerät abstöpseln. Das ist jetzt hier mit den beiden Ports nicht mehr der Fall. Das ist natürlich wirklich sehr praktisch. Wegen der Akkulaufzeit, das kommt natürlich ganz auf die Geräte an, die hier angeschlossen werden. Smartphones kann man mit diesem Akku 6000 mAh also auf jeden Fall mehrmals aufladen, beziehungsweise mehrere Geräte. Bei den Tablets sieht es dann natürlich anders aus, die haben ja meistens schon einen riesigen Akku. Da geht das Ganze vielleicht dann nur einmal oder vielleicht nur bis 80%, aber wenigstens etwas. Wir haben also unterwegs noch genug Reserveenergie für diese Geräte. Ich werde es für Smartphones benutzen und da wird es ja dann für mehrere Aufladungen ausreichen, wie ihr sehen konntet. Ist ja jetzt noch ein bisschen was drin. Das war mein Unboxing, Hands-on und Testbericht zur Mophie Juice Pack Power Station Duo. Ein externer Akku mit 6000 mAh und zwei USB-Ports zum gleichzeitigen Aufladen von zwei Geräten. Wenn ihr dieses Video gut fandet, gebt ihm einen Daumen hoch, abonniert auf jeden Fall meinen YouTube-Channel und in der Videobeschreibung findet ihr auch einen Link, wo man die Power Station Duo kaufen kann. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in meinem nächsten Video.